Willkommen zu einem neuen Morgen hier in der Minecart-Station am Berberdorf. Ja, ich will heute einfach mal eine kurze Folge machen, damit ich die heute noch hochladen kann, damit ihr wenigstens am Wochenende, jetzt Samstag und Sonntag, was von mir seht. Das reale Leben lässt mich nicht so ganz dazu, sagen wir es einfach mal so rum. Ist nicht allzu schlimm, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, aber ist halt einfach nur ein bisschen Bewegung. Und natürlich musste ich auch gucken, was jetzt mit diesem 1.8er Beta Pre-Release League los ist, was da los war. Da muss ich mir auch die entsprechenden Videos angucken. Dann hier von minenarbeit.de die Erstbespielung und von Dysfunction und von Pixel Architect. Der hat da einen schönen Zweiteiler gemacht, wo halt auch die neuen Bauelemente gezeigt werden. Da sind einige interessante Sachen dabei, so die Zauntüren und so weiter. Das sieht doch mal sehr vielversprechend aus. Und ja, ein kleines bisschen habe ich hier dann auch weitergearbeitet. Ihr seht, die Mineneingänge hier sind soweit schon fertiger. Fertig noch nicht, aber fertiger. Na, hier haben wir es schon ein bisschen mit Baumstämmen drin. Und der andere hier, da sind wir auch ein bisschen weiter jetzt, dass wir das hier schon so angepasst haben, wie ich das später haben will. Was ich mir hier jetzt noch wegklopfe, das ist, ja, dass ich dann später hier eine halbwegs ebene Fläche hinkriege. So, zack, 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 da kann man dann vorneweg hier noch Stufen ranhauen. Denn in diese Ecke hier soll später ein Minecart-Bahnhof und die Kohlenwäsche oder Erzwäsche hinkommen. Ich habe also vor, hier Minecart-Strecken in die Minen reinzubauen, wo dann also ja, diese Minecarts mit einer Kiste drin beladen werden können und dann ein zweites Minecart mit dem Ofen drin, Stück Kohle rein und dann wird das hier hochgeschoben. Ja, und hier oben können dann die Erze ausgeladen werden, werden gewaschen, also vom Staub befreit und so weiter und dann hier verhüttet. Zum Beispiel dann das Eisenerz, na, das wird dann hier hingebaut. Und ja, im Berberdorf ging es auch schon ein bisschen weiter. Hier am Mufti-Haus habe ich ein bisschen weitergearbeitet. Da gibt es jetzt also hier, ups, kommen wir hier runter, jawohl. Na, hier die obere Terrasse. Und für die untere Terrasse gibt es dann auch schon da den, ja, das Zeltvordach. Und auch hier ist schon da ein bisschen was entstanden von dem Holzfällerturm. Na, das war ganz gut, ehrlich gesagt, mal so ein 1, 2, 3 Tage Pause zu machen von Minecraft. Da habe ich dann nämlich wieder richtig Lust gekriegt. Hier haben wir also den Mufti, den das Oberhaupt des Dorfes. Na, ich baue ihn nicht, baue du ihn. Und haben wir hier also den Zugang zur Terrasse. Na, mit dem Ofen, mit dem Grill, das kennt er hier ja schon, aber was neu ist, ist jetzt eben hier zweifarbig natürlich für den Chef vom Dorf das Vordach aus Wolle, da muss noch eine entsprechende Konstruktion drunter mit Zeltstangen, sprich Zäunen, und innen hat sich auch ein bisschen was getan, das schauen wir uns gleich mal an. Hier haben wir nämlich jetzt hier die Sitzecke, ja, und hier seinen Schreibtisch. Na, der Kerl hat einen etwas breiteren Arsch, deswegen ist hier der Schreibtischstuhl auch ein bisschen breiter. Na, und sein Platz davor, wo er dann also seine Amtsgeschäfte erledigen kann. Und ja, Treppe nach hier oben kennt er ja schon. Hier die obere Etage wird dann also eingerichtet. Da kriegt er also sein Schlafzimmer hin und ja, vielleicht noch auch eins für seine Frau oder sowas. Na? Und dann hat er hier noch seine private Terrasse, wo er dann also, was weiß ich, hier Reden ans Volk schwingen kann oder sowas. Was auch immer der Mensch dann da vorhat. Und mit dem Holzfällerturm, das hatte ich auch schon mal erzählt, der soll eben hier auf die Ecke, ja, von der Treppe hier, von dem Weg, soll halt hier auf die Ecke und eben hier jetzt noch so hochgebaut werden, dass er eben hier die Stadtbefestigung, ja, die hier aus der Palisade und hinten aus dem Kaktuszaun gebildet wird,
dass die also dann hier lang weiter fortgesetzt werden kann, an der Minecart-Station vorbeiführt. Na, deswegen kriegt er hier oben noch eine zweite Etage drauf. Hier hat er erstmal nur unten alles in Holz. Na, natürlich richtiges Vollholz hier, das ist ja sein Material. Und hier haben wir auch schon noch so ein kleines Vordach mit Wolle. Ja, und hier unten hatten wir dann das Untergeschoss. Kommt wahrscheinlich sein Schlafzimmer rein. Und ja, gekocht und gelebt wird dann oben auf der Etage, die eventuell dann sogar ja, einfach nur eine Terrasse ist, eine überdachte oder so. Da lasse ich mir dann vielleicht noch ein bisschen was einfallen. Ist natürlich ein bisschen turmartig muss das hier schon aussehen, weil das ja dann doch auch Teil der Befestigungsanlage ist, aber dann hat er eben hier gleich oben eine Tür, wo er dann rausgehen kann und hier die Bäume fällen kann. Und haben wir da Zapp. Ja, ein paar Birken habe ich hier dann auch noch gepflanzt, dass wir hier also noch ein bisschen anderes Holz zur Auswahl haben. Das, Entschuldigung. Ja, das war soweit. Und der Junge macht natürlich mit seinen Holzstämmen gute Geschäfte mit den Minenarbeitern, ne? Die brauchen ja sein Holz, um die Schächte abzustützen. Na, und deswegen kommt er halt auch billig an Baumaterial ran, sprich an Cobblestone. Und die zweite Etage, die dann hier raufkommt, das wird dann eine Cobblestone-Etage sein. Aber erstmal müssen wir hier nochmal gucken, wie wir das hier machen mit dem Holz. Ich habe das hier eins verbreitert. Zack, 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 damit das mit dem Vordach passt. Haben wir hier, haben wir nicht. Dann müssen wir mal hier in der Baumaterialtruhe gucken. Da ist nix. Zack, 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 zack. Haben wir dann hier oben. Haben wir auch nichts weiter Passendes rumzufliegen. Muss ich etwa. Naja, komm, dann greifen wir hier einfach mal ein bisschen zur Axt. Nehmen wir die hier. Und fällen hier einfach mal ein bisschen Bäume. Dafür haben wir sie ja schließlich gepflanzt. So, komm hier, hier, zack, zack. Und zapp, 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 zapp. Komm, du hier kommst auch noch weg. Die können wir dann halt pflanzen. So. Zack, 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 zack. Ja, Trackmania muss ich auch noch sehen, dass ich dazu komme, was aufzunehmen. Ich habe ein interessantes Thema in der Planung und muss mal schauen. Muss mich einfach nur ansetzen und ja, das Video dann einfach machen. Das ist so der größte Punkt. So, zack. Können wir hier hoch? Zwar ab, jawohl. Können wir hier auch hoch. So, und dann nehmen wir uns noch ein bisschen von da hinten mit. Na komm. Zack, 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 zack. Das sollte dann, glaube ich, erstmal reichen. Ja, damit müssten wir schon ein Stück weiterkommen. So, die Saplings sammeln wir hier gleich auch mal ein. Jedenfalls die, die schon runtergefallen sind. So, wenn der jetzt hier unten noch eine richtige Holzwand reinkriegt, dann ist das vielleicht ein bisschen dunkel. Aber das müsste ja eigentlich so sein. Beziehungsweise hier. Ja, daneben kommt ja dann schon die Treppe hoch. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen duster ist das. Aber da kann man sich mit einer Fackel behelfen. Ja, soll ja hier unten auch das Schlafzimmer sein, ne? So, dann schauen wir uns mal hoppala an, wie das dann von oben aussieht. Das war das. Ah, siehst du, jetzt haben wir hier auch noch mehr Platz, um die Saplinge einzusammeln. Gottes Willen, da ist ja ein Riesenbaum gewachsen.
Tja, so kann's kommen. No. Nicht wahr, Schwein? So. Wird das schon wieder dunkel? Ja, sieht so aus. Schauen wir hier nochmal zur Kontrolle hin. Ja, hier haben wir es eigentlich. Mit der Ecke hier. Schauen wir mal, gucken wir mal, was uns da einfällt. Wir das tatsächlich rumziehen müssen. Aber soweit dann. Erstmal weiter. Die Axt können wir dann wieder beiseite packen. Sie ersparte uns den Zimmermann. Cobblestone haben wir da. Sehr schön. So, dann können wir hier noch das Fleischpack packen. Ja, ihr seht, ich habe mir hier auch drei Eimer geholt. Aus Neptuns Dank, dem großen Lager dort. Denn wir werden ja hier auch einen Bauernhof bauen. Und der hat natürlich Kühe und den zapft dann natürlich die Milch ab. Na, damit es dann hier auch Kuchen gibt. Also ganz so arm werden die Leute eher nicht sein. Da unten brennt ein Zombie. Sehr schön, den holen wir uns doch mal. Ein Creeper, Frühsport muss sein. Komm her, hier, Mädel, zack. So. Ja, 1.8, muss ich sagen, sieht ja interessant aus. Die neuen Biome, die man da hat, da kommen schon richtig schöne Landschaften wieder zusammen. Also, das wird interessant. Gerade so mit den Flüssen, da habe ich schon was Schönes gesehen. Bei, ich glaube, war es Dysfunction oder war es Min. Ich glaube, das war People Architect, bei dem ich das gesehen habe. Schon ein schönes Beispiel für die Flüsse. So. So, dann haben wir hier die Frühgymnastik erstmal abgeschlossen. Ja, und ganz, ganz interessant sind natürlich die neuen Teile und Baumaterialien. Aus dem Schönstein kann man jetzt auch noch Bricks machen. Gibt also einfach noch einen zusätzlichen Block mit zusätzlicher Texturierung. Na, da habe ich mir schon richtig die Hände gerieben, dass ich halt nicht nur in Neptuns Dank da die Doppelkisten voller Schönstein zu liegen habe, sondern eben auch noch in der Färberei und in der Strandhütte. So, hier wollte ich ja. Den werden wir mal mitnehmen, das wird interessant. Und Cobblestone. Da haben wir sie doch gesehen, Leute. Ach, so. Dann werden wir hier die zweite Etage raufsetzen. Hier werden wir Treppensteine ransetzen, dass das nicht ganz so heftig wird. Habe ich Treppen dabei? Habe ich hier nicht? Habe ich sie oben drin oder muss ich sie mir wiederholen erst? Da haben wir nichts. Und ja, ich habe natürlich auch ein bisschen schon gebaut oder angefangen zu bauen hier am Kloster. Am Kloster Eudong. Bloß das möchte ich euch noch nicht zeigen. Das möchte ich euch dann später so insgesamt vorstellen. Vielleicht gibt es auch zwischendurch mal was, ein bisschen so ein Statusbericht von den Arbeiten, aber oh, jetzt so direkt dabei. Bleiben wir erstmal hier am Berberdorf, da haben wir ja genug zu tun. Zack, so und schwupp, aber einmal zurückfahren können wir ja. Gut, ein bisschen seht ihr ja da schon, ne? So ganz heimlich in der Ecke versteckt. Was wollte ich denn hier jetzt eigentlich holen? Treppensteine, ne? Ja. Ja, 5 ist ein bisschen wenig. Ja, okay, dann gehen wir mal trotzdem kurz nach oben hier. Allzu viel werdet ihr da nicht sehen. Ich habe das
Plateau einfach noch ein bisschen vergrößert, indem ich also den ganzen Sand weggenommen habe, der da so am Rand stand. Und ja, zeige euch jetzt hier nicht allzu viel. Ich weiß, das gefällt euch nicht so, aber da müssen wir durch. Ich habe tatsächlich auch hier keine Treppensteine. Das ist natürlich. Macht nichts, aber die Stone Slabs werde ich hier mal einpacken. Ja, und dann nehmen wir auch hier ein bisschen Schwein mit. Oh, ist ja ein schöner Ausblick von hier oben. Muss man mal einfach wieder sagen. Ne? Unten das Berberdorf, die Kaktushecke, die Minecart-Strecke, da das Café, das Mufti-Haus. Ach doch. Na, und da hinten sieht man halt die anderen Bahnstrecken. Sieht gut aus. So, dann. Haha! Platsch! Lassen wir uns mal hier runterplupsen. Und ich habe da wirklich keine Treppensteine mehr. Na egal, okay. Zack, geht's wieder mit dem Minecart zurück. Schwubbeliwupp. Nochmal hier den Blick genossen. Ja, das wird doch was, das Berberdorf. Das entwickelt sich doch. Ja. Zack, hier haben wir Werkbank. Da machen wir uns mal einfach noch. Zack, 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 zack. Das sollte reichen. Eckpfeiler hin, da ein Eckpfeiler hin. Wie weit ziehen wir das hier rein? Also groß wird die Hütte ja nicht werden. Soll sie ja auch nicht werden, aber den hier können wir noch ran. Das war hier. So, ja, ich denke, das sollte von der Fläche her reichen. Na, komm schon, zack. Vielleicht noch ganz oben eine Terrasse rauf oder sowas. Aber hier wird erstmal dicht gemacht, bis auf eine Tür, die da halt reinkommt. Zack. Zack. So, zack, zack. Fenster drüber. Dann hier den. Zack, zack. Ja, da kommen dann später Fenster rein, beziehungsweise keine richtigen Fenster. Glas kann sich hier nur der Mufti leisten. Ja, deswegen hier zack, einfache. Ja, mit der Tür wird es natürlich ein bisschen. Ach doch. Na, und dann hier in die Mitte. Hier in die Mitte. Aber natürlich nirgendwo einen richtigen Platz, irgendwas hinzustellen. Hier unten kommt nachher die Treppe hoch. Ja, okay, hole ich mir dann die Axt, mit der ich das mache. So, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Da kommt einer. Ach so, das ist ja da ein Länger. Macht auch nichts. So, irgendwo muss ich dann noch einen Platz für die obligatorische Kürbislaterne finden. Momentchen mal, wenn hier die Treppe hochkommt, wäre hier vielleicht der gute Platz für eine Leiter, die dann nach oben geht. Zack. Und hier haben wir dann auch noch mal zack, zack. Ja. Das denke ich mal, mutet ganz gut an. So, und dann holen wir uns nochmal die Axt.
denn? Jawohl, wir müssen ja hier. So. 1, 2, 3. Na, dann kommen wir oben direkt an der Wand raus. Das heißt, wir sind hier eh. Zack, zack. So, dann können wir hier das wegkloppen. So. Und so. Holz richtig rein. Zack, da brauchen wir es nicht. Hier brauchen wir nur eine Stufe mehr, beziehungsweise einen Wooden Slab, der da reinkommt. So, habe ich einen Wooden Slab dabei? Habe ich nicht. Hier habe ich mit Sicherheit auch noch irgendwo rumzufliegen. Notfalls wieder am Dings. Das heißt, wir müssen da wieder das Minecart bemühen. Oh, komm, die mache ich mir hier einfach mal selber. Zack, genauso wie die Tür, die wir da brauchen. Stahltüren wird man sich hier nicht leisten können. Davon gehe ich mal aus. Und ja, aber ich leiste mir, glaube ich, jetzt nochmal ein Nickerchen, mache eine kurze Pause. So, gleich wachen wir wieder auf. Also sehr schön. Ja, was ich noch sagen wollte, der Crab Map Check, Gottes Willen, irgendwann werde ich das vielleicht mal richtig aussprechen. Ja, freut mich, dass der so gut bei euch angekommen ist. Freut mich auch, dass ich so eine, ja, tolle Herausforderung hatte mit der Map und mit den Problemen, die Mechatronics mit seiner Map hat. Ich hoffe, die Tipps konnten ein bisschen helfen, dass du da in deiner Welt die großen ebenen Flächen findest, die du für deine Monumentalbauten her benötigst. Ja, mit 1.8 wird das natürlich wieder anders werden. Ich fürchte, da werden noch eher steile Berge oder ähnliches kommen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Biome in 1.8 größer sind. Also wenn da mal eins dabei ist, was so hügeliges oder flaches Land ist, dann ist das eben auch größer und du hättest dann da eben gleich mehr Platz. Ne? Also da einfach mal gespannt bleiben. Ansonsten denke ich mal, hat sich das Thema Maps ja mit der 1.8 oder Crab Map Check, ja, mit der 1.8, denke ich mal, erledigt, weil viele einfach eine neue Map anfangen werden. Na, davon gehe ich mal aus. Wenn wir jetzt hier einen Halbstein draufsetzen, wird das nachher nichts mit der Mauer oder Palisade, was immer wir dann da auch weitermachen. Deswegen werde ich den hier mal nur so als Übergang dran haben. Ja, mal gucken. So, dann kriegt die Hütte hier ihre Tür. Ja, nehmen wir mal sowas. Zack. Und was wollte ich noch hier einbauen? Genau, den Wooden Slab. Zack, dass man also hier schön wupp, wupp, wupp um die Ecke rauf und runter kommt, ohne sich da den Dez anzustoßen. So, dann müssten da noch unten zwei Betten rein und die Wand gestaltet werden. Ich kann hier natürlich noch ein bisschen rein, aber das passt eigentlich so ganz gut mit den Betten. Rechts und links ein Bücherregal. Und die Wand hinten machen wir mal aus Farb. Ach, hier muss ja. Hier muss ja auch noch eine Tür rein. Okay. Machen wir dann gleich mit. So, und zwar besorgen wir uns hier Wolle. Was nehmen wir? Ich würde mal sagen, gelbe Wolle. Gelbe Wolle, davon können wir uns noch welche auch machen. Und was wollte ich noch? Genau, eine Tür machen. Zack, hier haben wir eine Werkbank.
Zack, 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 zack. Und auch die Tür, die der Bursche hier braucht. Und hier können wir gleich noch ein bisschen Wolle färben. Und die beiden Betten bauen. So, den Spinnfaden lassen wir mal hier liegen. Wir sind schnell genug wieder da, dass wir den einsammeln können. So, zack, zack, zack. Dann kommt hier erstmal die Tür rein. Und hier hinten dann die Wand raus. So, klock, klock, klock. So, dann packen wir uns die beiden Betten dahin, beziehungsweise dann auch erstmal die gelbe Wolle, damit das hier schön hell wird. Dahin brauchst du eigentlich nicht, aber dahin, 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 dahin. Vor dem Rest hängen wir ein Bild. Ach Quatsch, das eine gönnen wir uns hier noch. Zack und zack. Na, einmal gelbe Wolle brauchen wir noch, Bücherregal. Das sollten wir. Holy hopp. Zack, da haben wir noch einmal gelbe Wolle. Bücherregal. Zack, 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 zack. Ich glaube, Dings haben wir hier noch oben drin rumzufliegen. Da brauche ich nicht extra noch woanders hinzufahren. Ups. Okay, nee, aber ein Bild können wir uns hier schon mitnehmen. Rote Wolle hätten wir auch nehmen können. Egal. So, zack. Das letzte Stück Wolle färben. Und Bücherregale müssten wir wieder rüberfahren. Musik tun will ich mir. Auch dafür können wir gucken, wie eine Musiktruhe hier aussieht. Zack, machen wir erstmal wieder ein bisschen. Zack, 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 Holz. Zack, 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 zack. So ein Musikwürfel, keine Jukebox. Ach nee, das gefällt mir vom Texture-Pack her nicht. Soll ja kein Lautsprecher sein. Dann werden wir uns mal aufmachen müssen, um Papyrus zu ernten. Deswegen können wir gleich nochmal ein bisschen Bäume pflanzen, wenn wir schon mal draußen unterwegs sind. Na? Hier kann ja wieder ein bisschen Grün auf den Hang. So. Hier noch einer hin. Nicht, dass die zu dicht stehen. Wieso geht hier das Laub nicht weg? Achso, das liegt da an dem Baum dran. So. Zack, zack, zack. Ja, haben wir noch mal einen. Können wir, na, hier noch einen Baum pflanzen. So. Ja, und vielleicht da noch ein Söderle. Siehst du, jawohl, ich wollte ja einfach jetzt ein bisschen hobbly hopp. Schwein. Dass wir uns da wenigstens zwei Bücherwürfel machen können. Nehmen wir hier noch das Ei mit. Ja, schönen Platz haben wir dann auch noch. Nicht, dass das Inventar mal wieder zu voll wird. So, und da habe ich ja hier schon den Röhricht, das Zuckerrohr rangepflanzt. Okay. So. Und so, schauen wir mal, das sollte erstmal ein Stück weit reichen. Wenn nicht, haben wir auf der anderen Seite ja noch ein paar Zuckerrohrstängel zu stehen. So. Schwubbeliwupp.
und zack, haut man sich die Tür in die Fresse. 22, ja. So, zack, haben wir hier erstmal Papier. So. Und zack, zack, zack. Hat hier oben nicht direkt Bücher zu liegen? Weg damit. So und so und 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zack, haben wir doch auch wunderbarerweise zwei Bücherregale. Den Rest sammeln wir hier wieder ein. Wir sind ja ruckzuck wieder da. So, zack, kommt einmal die Wolle dahin. Und das dahin. Und zack. Und zack. So, dann kommt da jeweils noch eine Fackel drauf. Und ja, ein schönes Bild an die Wand. Ja, ist doch genau das Richtige fürs Schlafzimmer, ne? Da träumt der Männer doch von seinen Heldentaten beim Holzfällen, ne? Die Geschichten, die er dann immer seiner Frau erzählt. So, wir werden hier noch zack, 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 zwei Pressure Plates machen. Die hier hinten dann hinkommen. Jeweils innen. Ein Hausschwein. So, zack und wuppdiwupp. Ja, na, so kriegen wir das Ganze hier doch so langsam eingerichtet. Hier kann man auch runter, verbrennt sich dann höchstens den Arsch, wenn man hier auf die Fackel raufplumpst. Ja, so, müsste man mal gucken. Da wäre doch ein Platz für eine Kürbislaterne. Haben wir die Axt dabei? Zücken wir die Axt und benutzen sie auch. Jo, das passt doch. Dann wird das nämlich hier auch nochmal hell. So, und zap, 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 zap. Und wir bringen dann erstmal hier das Ei weg. So, haben wir hier Pilze, Pipapo, Seeds, bla bla bla. Ja, schöne Sache hier, die Treasure Plate direkt unter der Falltür. Ich muss die Falltür dann zwar von Hand aufmachen, aber wenn ich durchlaufe, geht sie halt automatisch wieder zu. Na, kleines Detail. So, zack, da kommt jetzt die Wolle wieder rein. Den Krempel. Was soll der hier damit? So, woanders wieder aufheben. Komm her, hier Buch und Gut's Nächtle, damit soll's das für heute gewesen sein. Ach ja, die Mitbauaktion. Haben wir inzwischen 19 Videoantworten. Sage und schreibe, 19 Videoantworten. Freut mich auch richtig, dass das so gut bei euch angekommen ist und halt eben auch immer noch läuft, euch immer noch beschäftigt. Finde ich richtig klasse. Ich packe den Link zum Video zur Mitbauaktion auch nochmal hier rein in die Beschreibung und hänge ihn hier als Anmerkung rein, dass ihr da direkt nochmal nachgucken könnt, was da alles dazugekommen ist, was da alles Tolles gebaut wurde. Und ja, ich werde mich jetzt daran machen, dieses Video zu rendern und hochzuladen, damit ihr eben heute am Sonntag auch mal wieder was Frisches von mir habt. Ja, und dann mache ich mir an weitere Videos. Bis dahin, adieu mit Ö.